Viertes Kapitel. Die erste große Nachkriegszeit. 1919 bis 1925. Die Unterzeichnung der Friedensverhandlungen in Versailles bedeutete nur, dass der Krieg zu Ende war. Doch sonst nichts. Die soziale Lage war immer noch dieselbe wie vor Kriegsausbruch, mit einer einschneidenden Änderung. Es gab Gefallene und Kriegsverletzte, zerstörte Fabriken und verwüstete Städte. Auch die Häfen, die Straßen, die Eisenbahnlinien und das Land erlitten großen Schaden oder aber waren beinahe vollständig von der Bildfläche verschwunden. Ein Geruch nach Schießpulver lag in der Luft. Die Soldaten, die an der Marne oder bei Verdun stationiert gewesen waren, konnten das Bild der Gasmaske nicht vergessen. Europa war gebrandmarkt von den Folgen eines brutalen Krieges und kam einem schweren Kriegsinvaliden gleich, der sich aus den qualmenden Trümmern erhob. Zu diesem trostlosen Schauplatz kamen steigende Preise, gleichbleibende Löhne und Arbeitslosigkeit aufgrund der Entmobilisierung. Die Folgen des Krieges ergaben einen idealen Nährboden für politische Instabilität und soziale Unruhen. Der scheinbare Erfolg der russischen Revolution gab dem Proletariat Mut. Die Linke machte die Arbeiter glauben, dass die Stunde ihrer Befreiung gekommen war, was einen Machtkampf zwischen der linken Gewerkschaftsbewegung und den Machthabern auslöste. Das gewerkschaftliche Motto der anarchistischen Fraktionen, die sich überall zu verbreiten begannen, lautete, auf den Straßen und Fabriken für Unordnung zu sorgen. Es herrschte eine düstere Stimmung. In der Dritten Republik wurde die Rückkehr zur Normalität von einem gewissen Optimismus begleitet. Georges Clemenceau, der 1920 zurücktrat, führte den 8-stündigen Arbeitstag ein. Der Arbeitergewerkschaftsbund hetzte die Eisenbahnarbeiter auf und schürte den Aufruhr, was nach Einrichtung des Marxismus in strategischen Gebieten des Landes böse geendet hätte, wäre nicht die Geschicklichkeit Alexandre Millerands gewesen, Regierungschef und Präsident der Republik zwischen 1920 und 1924. Die Beharrlichkeit gegenüber der gewerkschaftlichen Minderheit war die einzige Lösung, in England das Chaos zu vermeiden, wo die Trade Unions der Eisenbahn 1919 zu einem wilden Streik aufriefen, der zuerst von den Bergarbeitern und später von allen anderen Sektoren durchgeführt wurde. Die Friedenskonferenz begann am 18. Januar 1919 im Palast von Versailles. Der französische Politiker Clemenceau war der Vorsitzende. Die besiegten Großmächte wurden nicht nach Versailles eingeladen. Abgesehen von den Besprechungen war für eine erfolgreiche Verhandlung auch die geheime Bündnispolitik ausschlaggebend, die zum Ziel hatte, die Welt unter den Großmächten aufzuteilen und in Einflussgebiete einzuteilen. Am 28. Juni 1919 unterzeichneten die Alliierten und Deutschland im Spiegelsaal des Palastes von Versailles den Friedensvertrag. Anstelle den Frieden auszuhandeln, wurde eine neue Weltordnung durchgesetzt. Von 1918 bis 1923 kam es in Spanien zu einem Kampf zwischen der radikalen Arbeiterbewegung und dem Arbeitgeberverband. Dazu kam der Machtkampf zwischen den verschiedenen Gewerkschaften, was das Land in Unfrieden stürzte und den Terrorismus förderte. Der Regierungspräsident Eduardo Dato wurde 1921 von den Terroristen ermordet. Zu der schwierigen Lage, die von den Sozialisten geschaffen wurde und die eine aufrührerische Kampagne lancierten, welche die soziale Situation des Landes aus dem Gleichgewicht brachte, kam das Problem des Nationalismus. Die Situation verschärfte sich immer mehr und die Einrichtung einer Militärdiktatur im September des Jahres 1923 unter General Miguel Primo de Rivera schien unabwendbar zu sein. Die Regierung von García Prieto konnte die Probleme nicht lösen. Am 10. September 1919 kam es in Saint-Germain-en-Laye dank diplomatischer Bemühungen zwischen den europäischen Großmächten zur Unterzeichnung des Friedens mit Österreich. Italien wurde das Südtirol, Triest und Istrien zugesprochen, sowie ein Teil Dalmatiens, Kärnten und Krain. Die Unabhängigkeit von Ungarn, der Tschechoslowakei, von Polen und von Jugoslawien wurde anerkannt. Die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn verschwand beinahe von der Landkarte. Der Staatsstreich, der 1919 den Kommunisten Béla Kun-Ungarn an die Macht brachte, misslang. In Ungarn war der Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie unabwendbar, trotz der Restaurationsversuche Karl des Ersten im Oktober 1921. Im November 1920 tagten in Genf 42 Nationen,
um den 14. Punkt von Thomas Woodrow Wilson in die Praxis umzusetzen, die Gründung des Völkerbundes. Wilson gelang es hingegen nicht, den amerikanischen Kongress zur Ratifizierung des Beitritts der Vereinigten Staaten in den Völkerbund zu bewegen. Der Senator Henry Cabot widersetzte sich vehement und Wilson versuchte vergebens, den Senat zu überzeugen. Es war verständlich, dass die instabile Lage, welche auf der Welt lastete, Teilnahmslosigkeit hervorrief und die Einrichtung von Diktaturen mit sich brachte. Viele Menschen hatten das Gefühl, dass eine Diktatur immer noch besser sei als ein totalitäres System, wie es die Sowjetunion eingeführt hatte. Selbst die faschistische Diktatur wurde als kleineres Übel angesehen. Nach dem Militärputsch von Zankow im Juni 1923 breitete sich der Totalitarismus von Bulgarien bis zu den iberoamerikanischen Republiken wie Bolivien oder Argentinien aus. Bald würde auch Spanien, Italien, Deutschland, Portugal, Polen und andere Länder der Welt erreichen. Auch in Italien kam es 1921 zur Krise und wie auch in Spanien folgten dem Generalstreik Kampagnen terroristischer Gruppen mit dem Ziel, die Regierung zu schwächen. In Italien wurde eine 500.000 Menschen begraben und das Land musste sich um weitere 500.000 Kriegsverletzte kümmern. Diese tragische Bilanz verursachte eine Staatsverschuldung von über 4 Millionen Dollar. Doch dies war nicht das Schlimmste. Die Industrie warf keinen Gewinn ab. Es herrschte Inflation und Arbeitslosigkeit, die Menschen litten Hunger und es kam zu sozialen Konflikten, die aufgrund des Versailler Friedensvertrages hervorgerufen wurden, der vom Volk als enttäuschend empfunden wurde. Obwohl Italien zu den Siegermächten gehörte, verlor es beinahe alle seine Gebiete. In Mailand begann Benito Mussolini seine politische Laufbahn, wo er im März 1919 mit Bezeichnungen wie republikanisch, sozialistisch und demokratisch die faschistische Partei gründete. Mussolini war in kürzester Zeit Pazifist und Antipazifist und außerdem bestechlich und gefährlich. Die von ihm begründete faschistische Bewegung setzte sich aus loyalen Frontkämpfern, Schurken und Verbrechern zusammen. Doch bei den Wahlen im November 1919 erlitten die Faschisten eine klare Niederlage. 1921 fanden erneut Wahlen statt und Mussolini, der diesmal besser abschnitt, gründete Ende des Jahres die faschistische Nationalpartei. Wie auch in anderen Staaten des Westens nahmen die Straßenkrawalle kein Ende. Im August 1922 brachte der von den Anarchisten und Sozialisten einberufene Generalstreik Mussolini dazu, ein Ultimatum zu stellen. Wenn die Regierung unfähig ist, die Probleme zu lösen, dann legt er selber Hand an. Zwei Monate später marschierte er in Rom ein und wurde von Tausenden von Schwarzhemden als Duce bezeichnet. Die Wissenschaft führte bedeutende Experimente durch. Zwischen 1919 und 1922 konnte die Biegung der Lichtstrahlen der Sterne bewiesen werden. Man fand die Erklärung über den Verlauf der Sonnennähe des Planeten Merkur und die von Newton aufgestellten Theorien, die heute noch angewandt werden, galten bereits als veraltet. Einsteins Theorien stellten sich als richtig heraus. Einstein, der bereits seine allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt hatte, verkündete, dass die Dimension Raumzeit die vierte Größe des Universums sei. Ihm zufolge ist die Zeit und die Masse vom Bewegungszustand des Beobachters abhängig, womit er bewies, dass der Weltraum grenzenlos war, unbeweglich und voller Materie. 21 wurde Einstein der Nobelpreis für seine Arbeit über die photoelektrische Wirkung verliehen. Der Makrokosmos schien doch anders aufgebaut zu sein, als man sich vorgestellt hatte. Die Himmelskörper waren Teilchen, die in einem gewölbten Universum schwebten. Neben diesen Betrachtungen schien die Welt ein unbedeutender kleiner Planet zu sein und dem Universum wurde eine immer größere Bedeutung beigemessen. Man entdeckte andere Galaxien. 1924 baute Edwin Powell Hubble das größte Teleskop der Geschichte und verbesserte die Sicht auf den Andromeda-Nebel, wo er eine Reihe von Supernovas identifizierte. In Irland entdeckten George Frederick Dick und seine Gemahlin Gladys die Streptokokken, die Verursacher des Scharlachs. Der wissenschaftliche Bereich der Medizin erweiterte sich auf Initiative von Harvey Cushing mit der Aufnahme der Neurologie als medizinische Disziplin.
In den Vereinigten Staaten wurde die Industrie nach Kriegsende umstrukturiert und Tausende von Arbeitsverträgen wurden gekündigt. Die Rückkehr der amerikanischen Truppen verschärfte die Arbeitslosigkeit und führte zur Inflation. Die inneren Migrationsbewegungen der schwarzen Bevölkerung zogen in den Nordstaaten soziale Konflikte nach sich. 1920 fanden Wahlen statt, aus denen der Republikaner Warren G. Harding als Sieger hervorging. Er vertrat den Isolationismus, was nicht einfach war wegen der hegemonialen Rolle der USA nach dem Krieg. Ab 1918 war der Wohlstand sichtbar. Amerika ging zusammen mit Japan als gestärkte Nation aus dem Krieg hervor. Die Vereinigten Staaten waren nicht nur im militärischen Bereich Sieger der kriegerischen Auseinandersetzung, sondern auch im Bereich der Politik, der Wirtschaft und der Industrie. 1920 wurde das Bundesgesetz Seeker verabschiedet, eines der berühmtesten Verfassungsänderungen der Geschichte. Das Gesetz verbot die Herstellung, die Einfuhr und den Konsum alkoholischer Getränke. Die Vertreter dieses Gesetzes schrieben die Schuld der in Amerika herrschenden Missstände dem Alkohol zu. Die Zahl der Untergrundbrennereien, der Händler oder illegalen Etablissements stieg in ganz Amerika an. Kanada, die karibischen Staaten und organisierte Verbrecherbanden sahen ihre Chance, ins große Geschäft einzusteigen. Al Capone ließ sich in Chicago nieder, von wo aus er sein Alkoholimperium leitete, die Prostitution und die Spielhöllen kontrollierte. Ein weiterer gesetzlicher Beschluss, der negative Folgen mit sich brachte, war der sogenannte Johnsons Act, der 1921 vom Kongress verabschiedet wurde. Laut diesem Gesetz wurde der Einwanderungsstrom begrenzt. Diese Maßnahmen hatten einen rassistischen Ursprung und zielten darauf ab, die Einreise von asiatischen, italienischen und griechischen Einwanderern zu verhindern. Der Rassismus war in allen Lebensbereichen spürbar. 1919 konnte man in gewissen Theaterhäusern der Südstaaten zusehen, wie ein Schwarzer gelyncht wurde, als ob es sich um eine Theateraufführung handeln würde. Während des Krieges erbrachte Großbritannien große Opfer, vor allem in finanzieller Hinsicht. Diese Opfer, die zum militärischen Sieg führten, hatten für Großbritannien verheerende Folgen. Denn durch sie verlor es seine dominierende Stellung als Weltwirtschaftsmacht. Die Nachfrage nach englischer Kohle ging zurück, weil Erdöl die Energiequelle der Zukunft war. Auch waren die Metallurgie, die Industriemaschinen und die Fabrikationsanlagen einschließlich der mächtigen englischen Textilindustrie bereits veraltet. Großbritannien wurde nach dem Handelsaufschwung der Vereinigten Staaten und Japans, deren Führungsrolle sich langsam abzeichnete, in den Hintergrund. Anfangs beunruhigte die Lage die konservative Regierung unter Lloyd George, der 1918 als Sieger aus den Wahlen hervorging, nicht. Es waren die ersten Wahlen, bei denen auch Frauen abstimmen konnten. Die Politik konzentrierte sich fast ausschließlich auf den irischen Konflikt und niemand gab der steigenden Arbeitslosenrate Bedeutung. Der Konflikt mit Irland, das seine Unabhängigkeit erlangte, fand kein Ende, weil der radikale Flügel Sinn Féin am Kampf um die Herrschaft über die gesamte Insel festhielt. In der Zwischenzeit musste Harding sich in den Vereinigten Staaten einigen sehr dringenden Angelegenheiten stellen, von denen eine besonders heikel war: die Verringerung der Kriegsmarine der verschiedenen Großmächte und der Abbau der Spannungen im Pazifik. Auf der Washingtoner Konferenz im November 21 richtete man den Two-Powers-Standard ein, die Politik der zwei Mächte, die niemanden zufriedenstellte, und im April 22 wurde die Genfer Konferenz einberufen. Der einzige positive Aspekt dieser Konferenz war die Anerkennung der UdSSR von Seiten Deutschlands. Die Streitpunkte zwischen Großbritannien und Frankreich nahmen zu. In Europa herrschte in der Nachkriegszeit eine kritische wirtschaftliche Lage, obwohl der Wiederaufbau eher als Vorteil betrachtet wurde. Zwischen 19 und 20 herrschte eine Periode der Expansion, die dank der Handelskredite der Vereinigten Staaten möglich war. Doch als 21 die innere Situation der USA die Weiterführung der Kreditpolitik unmöglich machte, kam es vor allem in Deutschland zu einer schweren Krise. Alles, was schlecht war für Deutschland, machte sich Hitler zu Nutzen. Ein diabolischer Mann, der 1922 in München den Nationalsozialismus verkündete.
Dabei schien es sich nur um eine weitere Bewegung zu handeln, wobei viele das Gemeinwohl über das persönliche Wohl stellten. Die Struktur und der anfängliche Aufbau der Bewegung wurden von der von Anton Drexler 1919 gegründeten Deutschen Arbeiterpartei DAP übernommen. Doch diese hatte im Grunde genommen nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. ...1923 kam es in Deutschland zu einer enormen Inflation. Die deutsche Wirtschaft stand kurz vor dem Zusammenbruch und die Menschen litten Hunger. Die Preise stiegen von Stunde zu Stunde und ein amerikanischer Dollar kostete am 1. Juni 23 umgerechnet 75.000 deutsche Mark und einen Monat später sogar doppelt so viel. Um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, wurde 1923 die Deutsche Rentenbank gegründet, die von der amerikanischen Regierung genehmigt wurde, da die Alliierten sämtliche Ressourcen Deutschlands unter Kontrolle hatten. Durch diese Maßnahme konnte die kritische Lage normalisiert werden. Die deutsche Mark stabilisierte sich und zog die Sanierung der Industrie nach sich. Doch die Sozialisten beschuldigten das Kabinett von Stresemann zu hart, mit der Linken umzugehen und zu nachgiebig mit der Rechten. Als Folge davon entzogen sie ihm Ende 23 ihre Unterstützung. Das Einverständnis zwischen Marschall Ludendorff und Hitler hatte zum Ziel, in München mit der Unterstützung des Bundeslandes Bayern einen Staatsstreich durchzuführen. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen und Hitler kam ins Gefängnis. Der Putschversuch misslang, doch die Beliebtheit des ehemaligen Gefreiten aus Österreich nahm unter der Bevölkerung immer mehr zu. Dies war ein Nährboden für Hitler und dessen radikales und demagogisches Programm, das unter dem Schutz der konservativen Regierung von Von Kahr durchgeführt wurde und die ihrerseits vom Widersacher Alfred Rosenberg manipuliert wurde. Hitler, dessen Vorbild Mussolini war, führte als Kennzeichen seiner Politik die braunen Hemden ein, den römischen Gruß und das Hakenkreuz. In kürzester Zeit bestimmte er das Schicksal der Welt. Benedikt XV. Starb im Jahre 22. Im Februar desselben Jahres wurde der Erzbischof von Mailand, Achille Ratti, zum neuen Papst gewählt. Er war unter dem Namen Pius XI. Bekannt. Er sah sich sofort mit einer politischen Krise konfrontiert, die durch Mussolinis Machtergreifung entstanden war. Ein weiterer Schwachpunkt innerhalb Europas war die Türkei. Obwohl das türkische Parlament die Unterzeichnung des Friedensvertrages von Sèvres nicht ratifizierte, stand dessen Anwendung nichts entgegen. Am 6. Dezember 21 erlangte Irland seine Unabhängigkeit mit lediglich 26 der 32 geforderten Grafschaften, da sich der Norden Irlands noch nicht über die Unabhängigkeit ausgesprochen hatte. Es entstanden neue Länder wie Armenien. Kurdistan erhielt politische Autonomie. Der Zerfall der Zarenherrschaft verhinderte die Teilnahme Russlands an den Friedensverhandlungen. Russland sah zu, wie mit der Abspaltung Polens und der Gründung der Staaten Litauen, Estland, Lettland und Finnland sein Staatsgebiet auseinanderfiel. Der Bürgerkrieg, die Intrigen, die internen Kämpfe und der Terrorismus machten aus Russland einen immensen Konfliktherd. Die Gegenspieler des Kommunismus erkannten nicht, dass es notwendig war, die Bauern für ihre Sache zu gewinnen, was den Sieg der sowjetischen Regierung herbeiführte, deren Armee Trotzki 1918 gründete. Sie besiegte die weißen Truppen unter General Denikin, obwohl dieser von den Alliierten unterstützt wurde. In Sankt Petersburg waren Streiks an der Tagesordnung. Deren Ursachen waren nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern es spielte auch ein Ressentiment mit, das infolge der von der kommunistischen Regierung ergriffenen Maßnahmen hervorgerufen wurde. Die Kommunisten lehnten alles ab, was nicht ihrer Doktrin entsprach. Die Dissidenten wurden grausam bekämpft und im 10. Kongress der Kommunistischen Partei verbot man die Regimekritik, die Meinungsfreiheit und die interne Debatte. Man schritt zur Festnahme der Menschewiki und der Sozialisten über und es kam zu Verbannungen politischer Gegner und Säuberungen. Lenin zog in Betracht, dass die Anwendung von nicht ausschließlich kommunistischen Methoden die Situation verbessern könnte. Tatsächlich nahm in der Folge der Export zwischen 23 und 24 sowie der inländische Handel zu. Gleichzeitig sanken 23 die Preise der Landwirtschaft um 60%. Dies wäre eigentlich ein ausgezeichnetes Resultat gewesen, wenn nicht die Fabrikerzeugnisse gewesen wären, deren Produktionskosten um 80% stiegen. Unter diesen extremen Verhältnissen verkauften die Bauern weder ihre Produkte noch kauften sie Fabrikerzeugnisse. Stalin, Kamenev und Sinowjew kämpften um die Macht.
Es kam zu einem schonungslosen Kampf innerhalb der Troika. In wenigen Monaten verschwanden alle Anzeichen von Demokratie. Die kommunistische Partei forderte die Beseitigung jeglicher kapitalistischer Anzeichen. Hinter alledem steckte Leo Trotzki. In seinem Kampf um die Machtergreifung war all dies vorgesehen. Die Flugzeuge wurden immer schneller. Die anfänglichen 113 km pro Stunde im Jahre 14 verdoppelten sich bis zum Jahre 19. Die Maschine de Havilland DH-16 eröffnete im August 19 die Flugstrecke Paris-London mit 4 Passagieren an Bord. Im Januar 1923 flog der Spanier Juan de la Fierva zum ersten Mal in seiner Drehflügelmaschine und legte in einer Flughöhe von 25 Metern eine Wegstrecke von 4 Kilometern zurück. Das Automobil entwickelte sich weiter und seine Beliebtheit stieg immer mehr. 1924 war die Hälfte der weltweit zirkulierenden Autos vom Modell T von Ford. Sein Aufschwung ist dem Fließband und den Arbeitsmethoden zuzuschreiben, die der amerikanische Ingenieur Frederick W. Taylor Jahre zuvor eingeführt hatte. 1919 wurde die Servobremse patentiert und im Jahre 22 der Scheibenwischermechanismus. Das Studium der Geschichte und der Archäologie versetzten die Welt in Erstaunen, als Howard Carter im November 22 das Grab des Pharaonen Tutankhamun im Tal der Könige entdeckte. Beim Grab wurden außerdem Gegenstände von außerordentlicher Schönheit gefunden. . 1920 wurden in Antwerpen nach einer Pause von 8 Jahren erneut die Olympischen Spiele ausgetragen. Zum ersten Mal wurde die olympische Flagge mit ihren 5 Ringen gehisst, die von Pierre Baron de Coubertin kreiert wurde, als Symbol der Vereinigung der 5 Kontinente. Der Fußball zählte bereits zu den olympischen Disziplinen. 4 Jahre später fand die Olympiade in Paris statt. Der 16-jährige Amerikaner Johnny Weissmüller gewann im Schwimmen die Goldmedaille. . 1923 fand das Autorennen in Le Mans statt, das vom französischen Automobilclub Lorist organisiert wurde und 24 Stunden dauerte. Die durchschnittliche Geschwindigkeit lag bei 92 Stundenkilometer. 1919 wurde die amerikanische Fußballnationalliga gegründet, womit diese beliebte Sportart konsolidiert wurde. 1924 folgte der internationale Skiverband, der über 60 Millionen Skifahrer aufnahm. Nach 1922 breitete sich der Jazz von New Orleans über ganz Amerika aus und schrieb ein Stück neue Musikgeschichte der Vereinigten Staaten. Das Kabarett kämpfte an der Seite des Music Hall und des Varieté-Theaters um die Gunst des Publikums, das allmählich dieselben Interessen teilte. Die exotische Musik, die Jazzband, wurde immer beliebter. Rodolfo Valentinos Latin Lover aus The Four Horsemen of the Apocalypse wurde berühmt über einen Film, der aus einem Roman von Vicente Blasco Ibáñez stammt. Chaplins Erfolg beruhte auf der dramatischen Darstellung seiner Rolle als Pechvogel, ein Bestandteil der damaligen Gesellschaft, in Filmen wie beispielsweise Sunnyside 1919. Im selben Jahr gründete Charlie Chaplin das Star System, eine neue Methode des amerikanischen Kinos mit der Mitwirkung eines Stars in der Rollenbesetzung. Damals war nichts unmöglich. Die Menschen verspürten nach all dem erlittenen Unheil das Bedürfnis, ihrer Freude Ausdruck zu verleihen. Die glücklichen 20er Jahre standen kurz bevor. Es war wie das Erwachen eines neuen Tages, der mit seinem ersten Licht einen sonnigen Tag ankündigt. Aldous Huxley, der auf etwas zynische Art den Charakter seiner Zeit beschrieb, bekannte: Seit dem Ende des letzten Krieges überrascht uns nichts mehr. Doch alles war möglich, selbst die Glückseligkeit.